Brink. An welchem Projekt arbeiten Sie hier? Sie sind kein Wissenschaftler, das würden Sie nicht verstehen. Oh, alles klar. Ich kann außerirdische Technologie durchschauen, die Energiezufuhr anstellen, mit der Bahn fahren, Linsen für Lichtbrücken justieren, kaputte Türmechanismen reparieren und sogar einen toten Wissenschaftler wiederbeleben. Aber nein, Ihre Arbeit würde ich niemals verstehen. Ist ja schon gut, Commander, aber meine Arbeit übersteigt den geistigen Horizont normaler Menschen. Was soll man dazu noch sagen? Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Brink, ich mache mir Sorgen um Ihre Gesundheit. Das brauchen Sie nicht. Ich habe mich niemals besser gefühlt. Ihr Verhalten ist nicht rational. Was wissen Sie von meinem Verhalten? Was wissen Sie von meiner Rationalität? Niemand war jemals gesünder oder rationaler, als ich es im Moment bin. Maggie macht sich Sorgen um Sie. Und ich mir auch. Es geht mir gut, Commander. Ich habe mich nie besser gefühlt. Aber wir sind bloß... Es geht mir gut! Wie ihr seht, mache ich einfach mal wieder die ganzen Dialoge durch, aber ich denke, das ist klar. Maggies Arbeit in der Bibliothek macht gute Fortschritte. Dann reden Sie mit Maggie darüber. Mit Ihrer neu erworbenen Brillanz können Sie sich doch sicher einen Reim darauf machen, Brink. Ich habe keine Zeit, jedes Stück Unrat zu analysieren, das Sie finden und mit sich herumschleppen, Commander. Es beunruhigt mich, dass diese Kristalle Nebenwirkungen haben könnten. Die einzige Nebenwirkung ist der Neid derer, die Sie noch nicht genommen haben. Haben Sie noch mehr davon benutzt? Ihre Wirkung auf Gesundheit und Intelligenz steigert sich bei jeder Anwendung. Und was ist mit Ihrer Wirkung auf den Geisteszustand? Diese Lebenskristalle sind die wichtigste Errungenschaft, die je gemacht wurde. Sie sind die Antwort auf alles. Diese Lichtbrücken verbinden die Inseln. Es ist viel schneller, als die Bahn zu nehmen. Ich freue mich ja so für Sie. Ein paar Metallplatten habe ich schon gefunden. Wenn wir alle gefunden haben, können wir vielleicht nach Hause kommen. Sie erinnern sich doch noch an Zuhause, Brink, oder? Erde, Familie, Freunde, Essen? Sie leisten gute Arbeit, Commander Low. Versuchen Sie unter allen Umständen, diese Platten zu finden. Los, beeilen Sie sich. Gehen Sie jetzt. Ich weiß nicht, was Sie gerade tun, Brink. Aber diese Geister wollten, dass wir gewisse Dinge erledigen und wir müssen irgendwie zurück nach Hause. Aber das interessiert Sie wohl beides nicht. Was ich tue, ist wichtiger. Aber ich werde nichts vollenden können, wenn ich permanent unterbrochen werde. Ja, Brink ist eine wirklich, ein ziemlicher Partylöwe. Eine Stimmungskanone. Danke. Ich würde sagen, wir gehen lieber mal wieder. Beziehungsweise, sag mal Maggie, Brink gefunden haben. Vielleicht gibt's ja da was Neues zu berichten. Robbins, kommen Sie, Robbins. Hier ist Robbins. Brink scheint sehr merkwürdig geworden zu sein, bevor er abgehauen ist. Vielleicht haben diese Kristalle Nebenwirkungen. Vielleicht will er auch nur eine Weile allein sein. Okay, es gibt nicht wirklich was Neues. Nein. Danke. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zur Museumsinsel und schauen uns dieses Display nochmal an, was die Gruft gezeigt hat. Museumsinsel Planetarium. Ah, da drüben ist die Gruftinsel. Gut. Eindeutig schneller als die Bahn. Wie Boston schon gesagt hat. So, jetzt stellt sich nur die Frage, welches ist dieses Display, das wir brauchen? Das hier könnte es vielleicht gewesen sein. Der größere Mond wird vom kleineren umkreist.
Ich schätze, da müssen wir was mit dem Planetarium machen. Dann gehen wir nochmal rüber zum Planetarium. Ach, ein Glück gibt es diese Lichtbrücken. Planetarium war hier. Das war, glaube ich, hier hinten drin. Nicht in die Höhle. So. Wo haben wir das goldene Zepter? Theoretisch müsste es ja hier drüben sein. Da kommt, da ist ja die Sonne. So. Und jetzt machen wir noch den kleinen Mond noch einmal rum. Passiert aber irgendwie nichts. Ich hätte gedacht, das müsste so gewesen sein. Oder ist es da drüben die Sonne? Dass wir das... Ah, nicht der hierher machen müssen. Schauen wir doch einfach mal. Okay, das bringt alles nicht so wirklich was, was ich gedacht habe. Was war es das hier? Ich hätte gedacht, dass es na gut. Es ist die Decke dieser Kuppel. Das war nicht so genau, wie ich es gedacht habe. Entweder fehlt noch irgendwas oder ich habe gerade einen großen Denkfehler. Nun gut, gehen wir kurz nochmal in Nexus zurück und schauen, ob wir die eine Tür noch aufkriegen. Vielleicht muss man noch irgendwie was machen, bevor das richtig funktioniert. Ein Glück gibt es hier auch einen Rufknopf.
einen grünen Stab haben wir ja noch für eine Tür. Das Problem ist nur, ich habe keine grüne Tür gesehen. Die definitiv nicht. Die hat ja auch noch keinen Verschluss. Die hier ist offen. Das wäre eine geschlossene Tür. Ich gehe kurz aber mal weiter. Die ist offen. Und da kommen wir vom Planetarium. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch zwei geschlossene Türen. Und eine hat nur einen und nur eine von denen hat so ein Schloss drin. Das heißt, das muss die eigentlich sein, auch wenn sie für mich eigentlich nicht grün aussieht. Aber naja. Probieren wir es mal. So war das, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Das hier, dann ein blaues Symbol. Nein, das hier war's. Und noch eine grünes. Und nichts passiert. Warum hat es nicht funktioniert? Aber es scheint die richtige Tür gewesen zu sein. Aber ich schätze mal, da ist irgendwas beschädigt, weil die Funken da, das gefällt mir nicht so richtig. Als der Felsen von der Decke gestürzt ist, muss er eine Energieleitung im Boden getroffen haben. Hm, ob man vielleicht die Energie weiterleiten kann, also dass da vielleicht keine Energie drauf ist, dass da noch eine Unterbrechung drin ist. Das Überbrückungskabel immer zuerst an der leeren Batterie anbringen. Ist ja schon gut. Ich kann es nirgends befestigen. Hm. Ob man es irgendwie auf... Vielleicht stimmt die Kombination. Aber irgendwas mit der Kontrolltafel ist nicht in Ordnung. Vielleicht bekommt es keine Energie. Das meinte ich. Oh. Ob man es mit der Schaufel aufkriegt? Oder mit dem Stoß, dann könnte man es vielleicht aufkriegen. Mal sehen, ob wir den Deckel abstemmen können. Das ist es. Hat geklappt. Ja, ist alles ziemlich verwüstet hier drin. Ein paar Verbindungen sind gebrochen. Es bekommt keine Energie. Gut, dann wollen wir doch mal das Kabel mit der Klappe benutzen. Mit den Funken. Mal sehen, ob wir etwas von dem Loch im Boden weiterleiten können, wenn ich mir dabei keinen Schlag hole. Ich hätte Elektriker werden sollen. Ich würde sagen, das hat geklappt. Gehen wir doch mal durch die offene Tür und schauen uns, was uns dort erwartet. Im Gegensatz zu den anderen Räumen sieht die hier doch relativ verwüstet aus. Ich hoffe, die Bahn kommt. Dann auf zur nächsten Insel. Hier geht's raus.